4 Jahre nach seiner Premiere erhält der weniger als 4 Meter kurze Kleinstwagen von Audi eine Überarbeitung. Wer die Wahl hat, hat bekanntlich auch die Qual. Und genau das könnte beim Audi A1 besonders jetzt nach der Modellpflege tatsächlich zutreffen. Denn Audi bietet über die unterschiedlichen Motoren und Ausstattungsvarianten mehr als 1 Million Möglichkeiten, das Fahrzeug zusammenzustellen. Was sicherlich keine Qual wird, ist das Auto zu fahren. Größte Überraschung beim neuen A1? Unter der kurzen Haube des Premium-Zwergs arbeitet künftig ein downgesizter Benzinmotor. Nur 3 Zylinder, nur 1 Liter Hubraum, aber 95 PS Leistung und mit 160 Newtonmeter Drehmoment auch ordentlich Schubkraft. Das nur 88 Kilogramm leichte Motörchen gibt sich mit 4,3 Litern auf 100 Kilometer zufrieden. Moderne Turbotechnologie macht's möglich. Mit diesem Einstiegsmotor wird der neue Audi A1 erst ab Mai für unter 17.000 Euro zu haben sein. Ab Anfang 2015 gibt es bereits 4 andere Motoren mit 90 bis 192 PS. Beim Kauf eines Premium-Zwergs statt eines günstigeren Kleinstwagens ist das Äußere sehr wichtig. Der neue Audi A1 hat deshalb im derzeitigen Markenstil einen prägnanteren Kühlergrill verpasst bekommen. Wie eh und je vereint der nur knapp 4 Meter kurze Einstiegs-Audi die markentypische Eleganz im Design mit den knackigen Proportionen eines Kleinstwagens. Kurze Überhänge vor und hinter den beiden Achsen und ein langer Radstand dazwischen bestimmen zusammen mit der markanten Fensterlinie das Aussehen des kleinsten Ingolstädters. Mit eckigerer Formgebung soll er maskuliner wirken, so die Intention der Designer. Kurz, praktisch und schick muss ein moderner Premium-Kleinstwagen sein, wenn er heutzutage bei den Käufern punkten will. Wichtig sind auch sehr viele Individualisierungsmöglichkeiten. Und genau da macht der neue Audi A1 ein wirklich perfektes Bild. Vor allem aber gibt es mit Blick auf junge Zielgruppen knallige Zweifarblackierungen und sage und schreibe 17 verschiedene Alufelgen. Da sollte wirklich für jeden Geschmack etwas dabei sein. Audis neuer Kleiner glänzt im Innenraum wie all seine Markenbrüder mit hervorragenden Materialien und sehr guter Verarbeitung, wohin man auch blickt. Ganz nach dem Geschmack des Bestellers treibt der Audi A1 recht bunt an Sitzbezügen, Armauflagen oder den Manschetten der Luftausströmung. Sehr gut und vor allen Dingen über dem Durchschnitt arbeitet Audi auch beim Thema Ergonomie. Ob ich jetzt das Lenkrad nehme oder den Wählhebel oder die Bedienelemente, alles ist extrem gut erreichbar und, was sehr schön ist, alles ist intuitiv bedienbar, erklärt sich von selbst und gibt mir keine Rätsel auf. Für die Fahrzeugklasse habe ich wirklich großzügige Platzverhältnisse und das trotz meiner fast 2 Meter. Das gilt mit kleinen Einschränkungen sogar für die Rückbank. Den Premium-Kleinwagen gibt es mit 3 Türen oder als 5-türigen A1 Sportback. Fürs Gepäck steht sowohl im 3- als auch im 5-Türer Sportback kein grenzenloses, aber für die Klasse gutes Stauvolumen zur Verfügung. 270 Liter sind es im Normalzustand, 920 bei umgeklappter Rücksitzbank. In Fahrt offenbart sich eine weitere Neuerung beim kleinen Audi. Zwar kann nicht davon die Rede sein, dass es wesentlichen Verbesserungsbedarf gegeben hätte. Aber dass jetzt beim kleinen Audi A1 mit der Option Audi Drive Select die Wahl zwischen straffer und komfortabler Federung besteht, ist dennoch ein erheblicher Fortschritt. 150 Euro für die Verstellbarkeit der Dämpfercharakteristik kann man sich beim Zusammenstellen des eigenen Audi A1 schon mal gönnen. Bei der Modellpflege des neuen A1 hat Audi optisch nur leicht nachgeschärft und technisch aufgewertet. Eine wichtige Neuerung ist sicherlich die Einführung der Dreizylinder-Technologie. Wer ein Fahrzeug sucht, das klein und quirlig ist, in diesem Fall sogar unter 4 Metern und nicht nur den klassischen Vorsprung durch Technik sucht, ist mit dem Audi A1 sicherlich sehr gut bedient.